Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf Cyber-01 und heute zeige ich euch, wie das Scoreboard funktioniert, also wie ihr eins macht und deswegen viel Spaß, wir sehen uns nach dem Intro, bis gleich. So, in der Welt angekommen. Zeige ich euch gerade mal schnell, wie es geht. Also, an sich ist es eigentlich nicht schwer. Wir brauchen jetzt eigentlich noch keinen Command-Block. Den haben wir zwar schon einen, aber wir machen jetzt schnell. Also, erstmal legen wir ein Scoreboard an. Das Ganze geht recht einfach. Wir brauchen abonniert, mache ich jetzt einfach mal. Nee, aber vergesst nicht diese Schweifen da oben, keine Ahnung, wie man, wenn ich jetzt so mache, abonniert, Doppelpunkt, und dann Dummy. Dann haben wir das, legen wir es an, jetzt wird es angelegt. Eigentlich steht bei euch oben Text, aber ich habe den ausgeschalten. Dann machen wir einmal, dass der an der Seite angezeigt wird. Bei mir ist jetzt zwar noch Test 2. Von einem anderen Dings, aber dann machen wir Objectives, also nicht verschreiben, dann Set Display, Sidebar ist das an der Seite, Liste ist eigentlich so eine Liste, ich weiß gar nicht genau was es ist, Below Name ist über dir, also sehen halt andere Spieler, so selbst hätte nicht, dann auch genau gleich schreiben. Okay, dann habe ich es wohl vergessen. Dann müsst ihr so. Aber mit den Schweifen hier ist eigentlich besser. Und dann. Ich glaube, irgendwas hat nicht funktioniert. Ja. Scoreboard. Objectives. Objectives. Set Display. Sidebar abonniert Scanning. Nee, das. Ah doch, hat jetzt funktioniert sogar. Ja. Dann Scoreboard. Ihr wollt ja euch da haben. Dann Players. Add. Und dann Add S werdet ihr selber. Ihr könnt natürlich jetzt aber auch wieder so ein Schweifchen machen da. Und dann, ich gebe jetzt mal meinen YouTube-Namen ein. Und dann fügt ihr euch, also das muss ihr wissen, wozu. Und dann macht ihr einmal abonniert, Doppelpunkt, also so wie ihr es dort geschrieben habt. Mit dem Score, also ich mache jetzt einfach mal 1. Das kann man theoretisch als Coin-Dings nehmen, aber. Ja, und jetzt steht jetzt eine 1 dahinter. Falls ihr jetzt noch was hinzufügen wollt, hier habe ich schon einen Command-Block, der war glaube ich noch von vorhin. Das müssen wir natürlich ändern. Also vorhin gab es Aufnahme, Speicherplatz ging dann, war dann leer plötzlich. Dann machen wir einmal abonniert. So. Ich bin der, also AdP ist nächster Spieler. Ich bin der nächste Spieler in dem Fall. Wir fügen uns dann einfach immer 100 hinzu. So, und das kann man dann so theoretisch als Coins nehmen, mal in der Welt abonniert. Ja, also AdP, ich habe jetzt nicht meinen richtigen Namen genommen, deswegen stehe ich da jetzt praktisch zweimal drin. Da würde ich jetzt hier, geht zu lang. Dann kann ich euch gleich noch was zeigen. Hier, wir haben jetzt hier einmal so Test. Also, ich muss mal gucken. Wenn ich da jetzt drücke, dann steht an der Seite halt, dass man ja abonnieren, also nicht mehr abonniert, sondern Test 2. Da stehe ich dann eben auch drin. Da könnte ich mir jetzt theoretisch auch was hinzufügen lassen. Aber das ist Reset. Also da werden einem, glaube ich, alle weggezogen. Wenn ich da jetzt beispielsweise dann hier drücke, kann ich ja so machen. Board. Players, Add, P,
Das wäre ich dann in dem Fall zu abonniert. Dann 20. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich glaube, ich habe es sogar falsch gemacht. Ja. Ja. Aber so ungefähr geht es eben. Dann kann ich euch gleich noch was in der Welt zeigen. Wir sehen uns gleich dann wieder nach einem kurzen Cut. Hier sieht man es ja schon. Hier, das ist eine Minispielwelt von Bayanis und mir. Und hier gibt es schon Command-Blöcke, wo das an der Seite ändert. Ich glaube, jetzt bin ich. Das Problem ist halt, da hinten die Chunks, wenn die. Ah ja, jetzt hat es geändert. Wenn die Chunks nicht laden, dann funktioniert das Ganze auch nicht so wirklich. Und deswegen. Also, jetzt gerade hier zum Beispiel, ich muss mal. Nee, das Spannen. Ich weiß gar nicht, was ich benannt habe. Normalerweise. Da habe ich es wohl nicht benannt. Ja, egal. Aber hier gibt es eben auch. Da haben wir hier ein System. Zum Beispiel, da sieht man jetzt meine Coins. 10.289. Und dann haben wir hier eben so. Hier ist ein Shop. Wenn man jetzt hier zum Beispiel ist, dann eben meine Coins merken 10.289. Hier gibt es Rang oder Ringe halt. Aber ich möchte mir jetzt hier zum Beispiel Rang Teleporter kaufen. Habe ich jetzt drauf gedrückt. 10.290. Drücken wir einmal hier drauf. 10.190 ist von uns heute links. Und Shop flüstert zu. Aber das sagt mir dann, also mir als Owner, ich verwalte es dann zum Beispiel, das sagt mir dann halt, ja, wie, dass ich das jemand gekauft hat, dann kann ich den im Rang geben. Eben auch über den, über Scoreboard. Ja. Dann sehen wir uns gleich in der Lobby wieder. So, in der Lobby angekommen. Wollte ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Jetzt wisst ihr, wie man ein Scoreboard macht an der Seite oder auch als Geldsystem. Vielleicht ist es auch nur Part 1. Ich meine, ich könnte euch theoretisch auch zeigen, wie ihr ein richtiges Geldsystem auch mit Abbuchen und sowas macht. Aber halt, ja. Und dann, also wir haben zum Beispiel ein City Build oder sowas. Ja, dort, wenn man dann wenn man sich einen Plot kauft oder sowas, wird einem dann auch das Geld abgezogen, dann wird zugewiesen. Zum Beispiel. Ja, aber das wäre dann für ein eigenes Video. Es könnte sein, dass jetzt 3 Wochen wieder keine Videos kommen. Ich bin jetzt im Urlaub und so. Und ja, ich muss einfach mal gucken. Vielleicht produziere ich auch ein paar Videos vor. Auf jeden Fall dann. Ciao und bis zum nächsten Video.